Ich finde es einfach schrecklich, aber ich komme vom Land, habe selber Tiere, die ich ökologisch füttere. Und deshalb finde ich es furchtbar, auch vor allem für die Landwirte, nicht nur letztendlich vom Verbraucher. Wissen Sie, wenn man da nur auf alles hört, was soll man denn überhaupt noch essen? Glauben Sie, es ist so ein bisschen Panikmache? Könnte sein. Also ich bin doch nicht so ängstlich. Ich kaufe das, was für mich wichtig ist und sehe zu, dass es auch vom Inland ist. Da passe ich schon auf. Aber sonst mache ich mich da nun auch nicht verrückt. Sie würden es ja nicht verkaufen, wenn es nicht in Ordnung wäre. Und ein bisschen Vertrauen habe ich schon noch zu unseren Händlern oder Betrieben. Kaufen Sie denn auch im Supermarkt oder gehen Sie bewusst zu solchen Händlern? Ich gehe bewusst. Ich hole immer von Schorba die Eier. Kann man ja dann überall holen. Und heute bin ich zufällig hier und da habe ich es mir mitgenommen. Und hier befürchten Sie nichts? Nein, ich bin doch nicht so ein Angsthase. Also ich gucke schon, wo ich kaufe, wo ich draufsteht, was ich kaufe und wo ich nachvollziehen kann, was ich esse. Also ich passe da schon auf. Schon weil ich Kinder habe, möchte ich da doch einen gewissen Schutz haben. Also mich interessiert das eigentlich recht wenig. Ja, die machen immer irgendwie einen großen Hype um irgendwelche Sachen. Und ich werde trotzdem weiter Eier kaufen, ich werde trotzdem weiter mein Fleisch kaufen. Also denkst du, es ist ein bisschen Panikmache, oder? Es ist generell immer Panikmache. Es mag vielleicht bei 100 Fällen irgendwie zutreffen, dass irgendwas passiert ist und die anderen 82 Millionen Fälle, da ist überhaupt nichts. Also kaufen Sie jetzt auch nicht anders, weil Sie irgendwie denken, nein. Ach nee. Höchstens mal selber einen Huhn halten, aber im Moment noch nicht.